Izzy! Aufstehen! Izzy. Aufstehen. Aufstehen, Frühstück! Ja, ich komme doch! Wo bist du denn? In der Küche, wo soll ich sonst sein? Ich sage, Frühstück ist fertig. Hier, weiß ich ja nicht. Was ist das? Was ist das? Eine Zecke. Was anderes kriegen wir nicht. Ah. Willst du noch ein bisschen Wurmessenz? Nee. Wir sind Feen, wir sind klein. Das ist Frühstück? Eine Karotte ist viel zu groß. Ich würde lieber eine Karotte. Ich würde lieber ein hier, kleines Stück von der Karotte ab. Was ist denn das jetzt schon wieder? Setz sie auf, das ist ein Test. Oh Gott. Warte, ich muss sie wieder absetzen. Ha. Das ist ja furchtbar. Gott, ich habe so viel Müll jetzt im Inventar, danke. Was machen wir jetzt? Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen. Warte, ich habe erstmal eine Mission. Und zwar, ich will meinen ganzen Kram in diese Kiste abwerfen. Oh Gott, ich finde mich hier. Warte, ja, hier ist deine Kiste, gell? Das ist meine Kiste. Finger weg von meiner Kiste. Ich will deine Kiste, will ich nicht benutzen. Das ist deine. Kisti. Kisti? Such dir deine eigene Kiste. Okay, sorry, ich habe ja meine eigene Kiste. Meine heißt... Meine hat keinen Namen. Aber sie braucht auch keinen. Sie will keinen Namen haben. Okay, so, jetzt ist mein Kram erstmal verstaut. Das ist, let's go. Let's go. Ich will erstmal hier unsere hübsche Wohnung zeigen. Ich denke, also falls die Leute das noch nicht gesehen haben, in Izzys letzter Folge, wir sind jetzt hier eingezogen in Feenhaus, weil wir sind jetzt ja offiziell Feen. Du siehst so lächerlich aus mit diesem Ding. Wir haben jetzt diese super süße kleine Wohnung hier in unserem Riesenbaum. Das ist, ich weiß nicht, so ein Baum, da sind Treppen außenrum und da wohnen scheinbar die ganzen Feen drin. Super, super niedlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir runterfallen und einfach sterben, weil wir noch nicht fliegen können. Aber dafür gibt es ja Feenunterricht, den wir irgendwann besuchen können. Nehme ich an. Wollen wir den heute besuchen? Wollen wir den heute besuchen? Ja, das wäre doch cool, oder? Okay, dann würde ich erstmal... Wir brauchen bestimmt irgendeinen Ansprechpartner, oder? Sollen wir erstmal runtergehen und gucken, ob wir irgendjemanden finden? Vielleicht die Dame vom Empfang oder so? Ja, aber eigentlich hatte doch Leo gesagt, dass er wiederkommt. Komisch, dass er noch nicht da ist. Ja, ja. Stimmt. Ja, lass einfach gucken, ob wir Ja, lass einfach schauen. Ja, irgendjemand wird uns bestimmt helfen. Okay, warte. Hier geht's runter. Ja. Was? Bist du gefallen? Jetzt sag mir nicht, du bist gefallen. Vielleicht. Och, easy. Ich komm dir entgegen. Okay, von unten. Oh nein. Hi, wieder da. Hi, möchtest du ein bisschen, ich weiß nicht. Glühwürmer oder so? Glühwürmer? Nein, danke. Also, nee. Gib von dir. Ja, ich dachte vielleicht, weil du fällst und so. Oh. Oh, da sitzt jemand. Hallo. Hallo, ihr müsst Izzy und Ronja sein. Ihr könnt mich Onkel Avatius nennen. Oh, schön, Sie kennenzulernen. Hallo. Sehr erfreut, Onkel Avatius. Onkel Avatius. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Dorf der Feen. Hattet ihr schon eine Möglichkeit, euch alles anzusehen? Ja, der Leo hat uns gestern ein bisschen rumgeführt. Wir haben aber noch nicht alles gesehen. Zum Beispiel den dunklen geheimen Keller noch nicht. Wo bin ich rein? Ich wusste nicht, dass wir das wissen. Psst. Okay. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Ja, sehr schön hier. Ja, genau. Wegen den Ereignissen von gestern ging alles ganz schön drunter und drüber. Ja, oh, stimmt. Das haben wir gemerkt. Es wurde die Feueressenz geklaut. Wenn ihr zwei heute noch nichts vorhabt, dann schaut doch bei der Zeremonie zur Einweihung der neuen Feuerfeen vorbei. Alles klar. Das klingt nach einem guten Plan, oder? Ja, können wir machen. Gerne. Danke. Einweihung der neuen Feen? Okay. Wo? Neue Feen, so wie ihr, müssen erst herausfinden, aus welcher Quelle sie ihre Kräfte bekommen. Es gibt hier im Feenland 4 Essenzen: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Okay. Jeder Typ Fee hat unterschiedliche Kräfte und Stärken. Weiß einer von euch schon, welcher Typ sie ist? Also ich glaube, ich bin Wasser. Du glaubst, du bist Wasser? Vielleicht auch Luft. Okay, vielleicht auch Erde? Nein, eher Feuer. Eher Feuer. Okay, ja, wir wissen es schon sehr genau. Aber eigentlich auch nicht. Aber nein, wir wissen es nicht. Macht euch nichts draus, es gibt Feen, die brauchen Monate dafür, um das herauszufinden. Ja, das klingt ja super. Oh nein, und dann sollen die erst nach Monaten fliegen? Ihr werdet es schon bemerken, wenn die Zeit reif ist. Na, warte, stimmt, wir können erst fliegen, wenn wir rausfinden, was für ein Typ Fee wir sind. Oh, ist ja schrecklich. Dann haben wir auch dann erst unsere Kräfte. Ja, lass aber mal bei der Einweihung vorbeischauen, oder? Von ja, klingt nach einem Plan. Dann, alles klar, dann. Wo ist das? Herr Dr. Avatius, wo ist die Einweihung? Herr Doktor? Wir finden die schon. Wir suchen einmal. Warte, ich frage mal jemanden, okay? Okay. Wir würden gerne wissen, wo die Einweihung für die neuen Feuerfeen ist. Oh, okay, danke. Was hat er gesagt? Da vorne. Da vorne? Ja. Warte, komm mit. Er hat gesagt, wir sollen den Baum lang gehen und dann nach rechts irgendwie, aber okay, ich weiß nicht, Baum genau. Und dann nach rechts. Baum und jetzt irgendwo nach rechts scheinbar. Oh, warte, hier unten? Hier sieht so aus, oder? Hier ist so ein Tor. Okay. Leuchtet hier so schön. Hier ist gar keiner. Hier ist niemand? Von wegen Einweihung der Feuerfeen, hier ist keiner. Aber wie sollen die eingeweiht werden, wenn die Essenz des Feuers verschwunden ist? Das weiß ich auch nicht, aber ich meine... Egal, ich vielleicht hin und warte. Haben sie die wiedergefunden? Weiß ich nicht. Kann ja sein. Also,
Könnte sein, ja. Ich habe noch nichts gehört. Vielleicht sollten wir die Postfee mal fragen. Die kennt sich aus. Die hat bestimmt eine Zeitung. Da steht dann drin, Einmeldung. Vorher ist ins Wude wiedergefunden. Hat jemand verlegt. Genau. Ist nicht so schlimm. Jemand saß drauf. Meinst du, es kommt noch jemand? Weiß ich nicht. Hm. Da ist jemand. Oh. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Wie sollen wir denn jetzt... hi? Oh, hallo. Wer seid ihr? Ich bin Ronja, das ist Easy. Wir sind hier, weil wir uns die Feuerfeen-Zeremonie angucken wollten. Ignisia, Hauptfee der Feueressenz. Freut mich. Oh, okay, Hauptfee. Hi, Ignisia. Cool. Eigentlich sollte die Zeremonie heute stattfinden, aber seit gestern wird die Essenz des Feuers vermisst. Ja, das haben wir mitgekriegt. Das heißt, alle Feuerfeen, ich eingeschlossen, haben ihre Kräfte verloren. Oh, okay, das ist neu. Sowas ist noch nie passiert. Deswegen wissen wir nicht, welche Auswirkungen das Verschwinden einer Essenz alles hat. Dass wir unsere Kräfte verlieren, ist auch eine böse Überraschung. Das ist ja schrecklich. Verstehe. Die haben einfach ihre Kräfte verloren, ihre Feenkräfte. Ach, das heißt, sie kann nicht fliegen. Der Rat der Hauptfeen weiß noch nicht, wie genau es dazu kam. Irgendjemand muss die Essenz gestohlen haben. Okay, ja stimmt, das haben wir mitgekriegt, dass die wahrscheinlich gestohlen wurde. Aber von wem ist die Frage und warum? Ich verstehe das nicht. Okay, vielleicht also, wollte jemand die für sich alleine haben, Kräfte verschwinden von allen anderen Feen, hat dann die Person, die die Essenz hat, alle Kräfte? Ich glaube schon. Oder? Das wäre logisch. Ja, wahrscheinlich. Aber nur von den Feuerfeen, oder? Die anderen Feen müssten ja alle ihre Kräfte noch haben. Ja, ja. Kennst du irgendeine Feuerfee? Ist diese Lola nicht eine Feuerfee? Ist die Lola eine Feuerfee? Warte, die Lola war gestern auch nicht da, oder? Der Leo hat und die Frau vom Empfang haben beide gesagt, wir wissen nicht, wo die Lola ist. Warte, warte, warte! Die Lola, erinnerst du dich noch, als wir quasi direkt in den Feenwald gekommen sind und sie meinte, sie wird stärker werden als wir alle und wir haben keine Chance, quasi jemals auf ihr Level zu kommen? Ja, ja, hat sie gesagt. Stimmt. Das ergibt irgendwie alles einen Sinn. Ich sag, Lola war's. Auf jeden Fall. Wollen wir das Dr. Avatius sagen? Oh ja, stimmt, dem sollten wir vielleicht... Ich meine, Onkel Avatius. Stimmt, er wirkt ein bisschen wie ein Doktor. Eigentlich aber, gar nicht, das verwechselt es nur die ganze Zeit. okay, alles schön, klar. Sie kennenzulernen, Ignisia. Genau, wir kümmern uns um die Angelegenheit, wir helfen gerne. Genau. Okay, wir gucken mal, was wir tun können. Und tut mir leid wegen ihrer Kräfte. Ciao. Das muss blöd sein, stell dir mal vor, du kannst die ganze Zeit fliegen und auf einmal kannst du es nicht mehr. Ja, das muss echt. Oh, das ist echt schlimm. Aber jetzt stell dir mal vor, wir können unsere Kräfte. Vor dein Haus oh mein fliegt. Gott, stell dir vor, eine von uns ist eine Feuerfee und wir haben einfach nie Kräfte, weil die Essenz verschwunden ist. Oh nein, ich bin keine Feuerfee. Ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei, dass ich keine Feuerfee bin. Oh nein, Ronja. Oh dabei mein passt Gott, Feuer doch am besten zu dir. Okay, lass es uns herausfinden. Wir müssen herausfinden, welches Element wir sind. Was ist das? Oh, da hinten ist Onkel Avatius. Stehen geblieben. Hallo. Hallo Onkel Avatius, wir haben eine Theorie, ja? Also, wir haben ein bisschen, ne, Schlüsse gezogen und wir sind zum Schluss gekommen, dass die Feueressenz geklaut werden muss von Lola. Also, die war das. Ziemlich sicher. Habt ihr denn Beweise für eure Anschuldigung? Wir haben keine Beweise direkt, aber Lola hat gesagt, sie will stärker werden als wir alle und dann war sie gestern auch noch weg, zufälligerweise, als die Essenz verschwunden ist. Das ist ja Beweis genug. Ja, jemanden zu Unrecht zu beschuldigen, ist immer gefährlich. Ja. Aber wieso denn zu Unrecht? Nur weil wir keine Beweise haben, heißt das nicht, dass sie unschuldig ist. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber vielleicht sollten wir ein paar Beweise finden, also irgendwas, was sie belastet, weil sonst glaubt uns hier keiner. Oder? Weil wir sind neu. Lola ist wahrscheinlich schon länger hier. Vielleicht sollten wir mal mit ihr reden. Ja? Ja, lass uns mal mit ihr reden. Vielleicht bringt das ja was. Okay, das können wir ja mal. Aber die Plan schreiben. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder. Okay. Müssen wir mal gucken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist das der Plan. Und wir reden nächste Folge mit ihr, oder? Oder wir besuchen ihr Haus und brechen da ein oder so ein Quatsch. Ich glaube, Onkel Avatius muss gehen. Der hat bestimmt viel zu tun. Oh, okay. Dann auf Wiedersehen. Tschüss, Onkel Avatius. Tschüss. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir dem Ganzen nächste Folge ein bisschen auf die Schliche. Die nächste Folge kommt übrigens bei der Easy am Mittwoch. Also auf jeden Fall da vorbeischauen, den Kanal abonnieren, damit ihr die Folge nicht verpasst. Und dann sehen wir uns hier wieder am Samstag meistens. Ja, zur nächsten, also übernächsten Folge. Okay, macht's gut. Ciao.